Morgen. Tag 4 heute. Heute geht es über Hameln weiter Richtung Rinteln. Irgendwie so dahinter werden wir wohl einen Platz suchen, denn Wetter wieder okay. Zwar keine Sonne, aber windstill und sieht nicht nach Regen aus. Gut, dann bis später. Radeln sind gepackt. Es kann losgehen. So, nächst größere Ziel, wie gesagt, Hameln heute. Wollen wir den Rattenfänger sehen. Und hier Rücksicht macht Wege breit. Danke, ihr Landwirte. Da ist er. Der will heute das Bergtrikot holen. Na, gestern hat er das schon mit den 25%. Aber, liebe Leute, lasst euch sagen, freut sich der Herr Oppny. Wenn er die Reiseradler sieht. Vor uns jetzt Bodenwerder. Und hier unterhalb wäre auch ein Zeltplatz gewesen, Campingplatz, zur Himmelspforte. Na, nun hatten wir den anderen, der war auch schön. Und Tipps. Freilandeier gibt es hier. Ja, Bodenwerder ist der Ort, wo der Baron Münchhausen herkommt. Da oben sitzt er. Hier gibt es ein Melkhus. Auch mit Rastplatz dran. Sehr schön. Diese AEG-Maschine. Und da ist er. Ja, das ist Bodenwerder hier. Und was ist hier auch? Stadtradeln. Da, wie gesagt, die große Maschine von AEG. Und der Baron, die beiden Barone. Hier auch wieder herrliche Altstadt. Wieder so eine alte Eisenbahnbrücke. Wuppdiwupp sind wir wieder an der Weser. Drüben nochmal Bodenwerder, die Altstadtseite. Da sind wir gerade lang. Komm nach Daspe mit Pferdchen. Das ist Daspe. Drüben
Kirche, Kloster, Abtei, Stift, Schloss. Schloss und hier die Pferde an der Weser. Und jetzt knappe 20 Kilometer weg. Ja, geht gut. Voran, kaum Wind. Angenehme Temperatur, ein bisschen Sonne wäre nicht schlecht, aber wir wollen nicht klagen. Die Lämmer, schwarze Lämmer. Guten Morgen. Vorne das Kernkraftwerk, das ehemalige Dründe hieß es, ja? Dründe. Das Gründer Fährhaus hier. Hier wie eine Fähre. Hallo. Drüben ist das AKW. Hier war also Reichs-Erntedankfest von 33 bis 37 im letzten Jahrhundert. Naja, viel gibt es hier nicht zu sehen. Über ein paar Schautafeln zieht sie da bis hoch an den Hang hier. Ja, haben wir mal gesehen, wa? Gleich eine Windmühle. Kürze erreichen wir dann Hameln zur Mittagsstunde. Ja, das ist Hameln, Leute. Wir wollen die Ratten sehen, wir wollen die Ratten sehen, wir wollen die Ratten sehen. Zuerst mal über so eine Brücke. Ein Kanal. Hafenbecken hier. Hey,
ein Marineschiff. Das ist schon richtig maritim hier. Pluto. Marinekameradschaft Hameln. Aha. So sieht es hier innen aus im Schiff. Cool gemacht. Das ist die Küche. Okay. Ja, hier die Weser. Und hier liegt der Pott. Die Pluto seit 1992. Doch schon ganz schön lange. Unten die Pantry ist ausgebaut. Als kleine Bar. Die Pluto. Schneller Minen-Such- und Räumschiff, ja. Minenflugboot. Schützeklasse. Schützeklasse. SM Pluto 87 ausgemustert. Naja, den Rest könnt ihr lesen. Die Rattenfängerhalle da drüben. Das ist Hameln. Auch schöne Altstadt hier. Ja, hier ist das Rattenfängerhaus zu Hameln. Und hier ein Blick in die Altstadt ist aber Fußgängerzone tagsüber. So, hier ist er, der Rattenfänger von Hameln. Kirche, Rathaus und davor ist die Klimakiste. 14 Grad haben wir angeblich, 18 Grad. So, dann gehen wir mal durch. Aha. Das ist die Klimakiste hier. Klima als draußen ist es jetzt Uni. Hier nochmal ein Blick in die Hauptverkehrsgasse hier. Weiter jetzt Richtung Rintel. So eine Abschnitte gibt es auch hier, wo man neben der Bundesstraße geht. Aber jetzt verlassen wir sie wieder. Dann haben wir wieder ruhige Natur. So, hinter Hameln machen wir jetzt Mittagspäuschen. Ist jetzt, Hameln war jetzt nicht so der Burner, aber hier wieder so eine Fahrradreparaturstation, die haben wir des Öfteren schon gesehen auf dem Weg. Hier ist erstmal Würstel mit Brodel. Gell? Gell. Ein fantastischer Sommer bisher. Super Wetter, Sonne pur. Interessant sind die Bilder hier voraus. Das war Kunst.
graue Regenwolken, aber wir konnten nicht umgehen durch die Mittagspause. Hier wieder blaue Schafe, wie wir sie in Höxter gesehen hatten. Schöner Spielplatz für Kinder. Andere Seite ist ein Rastplatz. Ja, wird wohl richtig sein so. Wie eine Weserfähre, Schutzhütte. Alte Gehöfte hier. So, da haben wir mal wieder die Weser. Lange nicht gesehen. Freu dich auf Rinteln. Warten. Ach so. Mal schwarz-weiße Kühe zur Abwechslung. Hier ein paar Gänse mit Jungen. Und da die Weser. Wir stehen kurz vor Rinteln. Die Schlacht ist gleich geschlagen. Jetzt kommen wir nach Ahe. Landkreis Schaumburg-Lippe. Erste Mal richtig Kopfsteinpflaster hier. Kurz vor Rinteln machen wir eine Zeitreise. So verlief die Weser mal. Hat sich alles verändert im Laufe der Jahre. Wir sind heute sehr schnell unterwegs, mittlerweile. 60 haben wir weg. Bis Rinteln sind es noch 9 oder 7 oder was, wa? Irgendwie. Ja. Und dann nochmal 10 vielleicht. Und dann nochmal 10. Und dann haben wir da einen Campingplatz in hier einer Brennerei, die heute aber leider geschlossen hat, wahrscheinlich, laut Internet. Schauen wir mal. Wir werden schon was finden. Wie man sieht, das Korn steht hier gut, das Getreide. Riesenfeld. Jetzt kommen wir nach Engern. Rinteln. Rush Hour in Rinteln. Carsten, jetzt hier in Nahkauf. Schöne alte Häuser wieder. Hier gibt es zig Kannen. Sehr schön. Besonderheit in Rinteln. Hier wird der Verkehr innerhalb einer 20er-Zone auch durch die Fußgängergassen geleitet. Aber alles sehr friedlich. Man weiß ja nicht, was man sagen soll, sagte der eine schon. Hier ist der Marktplatz.
links, wa? Sind wir mal auf der anderen Weserseite und die Sonne kommt. Das war Rinteln. Sind wir durch. Wie gesagt, Sonne kommt jetzt langsam. Könnte ein schöner Abend werden. Hier entlang von Pferdekoppeln und im Hintergrund das Weserbergland. So, Carsten ist gerade einkaufen bei Edeka Rötemeier in Bergen. Und dann erreichen wir auch bald unseren Platz kurz vor Porta Westfalica. So, jetzt ist hier mal so ein Wirtschaftsweg lang. Dann kommen wir gleich wieder auf den Track. So, jetzt mal durch den dunklen Wald. Da haben wir es bald geschafft. Da geht er hier herrlich durch den Wald, ey. Wunderbar, Single Trail. Oh, was mag ich. So, also wieder ein bisschen Schiebestrecke. Oh. Oh. So, jetzt hier runter. Hast du doch den richtigen Riecher gehabt. Wir haben abgekürzt. Da ist der Akku. Hier ist er schon, ne? Hier ist er schon Camping. Hier ist so ein Yachtclub, aber Zutritt nur für Mitglieder und leider ist auch keiner an der Rezeption. Einfach aufstellen wollen wir uns auch nicht. Vorne müsste Erda oder Floto schon sein.
hier entlang der Weserwiesen. Unseren voraussichtlichen Zielort Erda haben wir erreicht. Hier gibt es zwei Optionen, da wird das ja wohl klappen. Hier ist die Schnapsbrennerei, aber die haben heute geschlossen. Hier stehen die großen Kruken. Was haben sie? Das Örtchen Erda. Also der erste Platz war jetzt nichts. Ist eher so ein Karawanplatz. Der Juliana Campingplatz Kalletal. Mit Kanuverleih, allem Pipapo. Und? 16 Uhr. Ja, dann bauen wir es offen. Ja, ganz unkomplizierte Anmeldung, ohne Ausweis, Pipapo. Sehr schön, 30 Euro zusammen. Das geht doch. So, Camping Juliana Wesercamp erreicht. Freie Stellplatzwahl, ganz unkompliziert, wie gesagt. Ist jetzt 6:30. Was? Ja, 6:30. Und heute haben wir mal richtig Sonne abends. Direkt an der Weser hier unten. Drüben sind zwar zwei so eine Schornsteine, aber naja, alles okay. Herr Fischer, Tagesaufgabe? Erfüllt. Jawohl. Zur Belohnung gibt es ein Bierchen. Aber nur eins heute. Die Flasche Kräuter dazu. Hört, hört. Das klingt ja verlockend in meinen Ohren. So, wir kochen jetzt. Heute gibt es Nudeln mit Jagdwurst, Tomatensauce natürlich und schön in der Sonne heute mal. Der erste Tag abends in der Sonne richten. Nein, den ersten Tag immer ein bisschen. Oh, wir haben auch selber. Aber dem tun wir es trotzdem gerne. Gurken. Geschnitten. Von Rinteln nach Minden, 39,5. Carsten plant der Reihe. Hier ist das angeschmuggelte Zeug. Jetzt haben wir halt Nudelwasser angemacht. Läuft. So, Nudelsoße fertig. Carsten hat die Nudeln schon verteilt. Jetzt essen wir. So, Essen fertig. Schmeckt einigermaßen. Ja. Gut. Schmeckt gut. Na dann, esse ich jetzt. Das könnt ihr euch vorstellen, müssen wir nicht beim Kauen hier zuschauen, die Leute, wa? Ein Reiher an der Weser. Ja, war wieder ein ereignisreicher Tag. Viel Seen wieder. Zum Abend hin jetzt noch super Wetter, haben wir gespeist. Bisher alles super, kann man so sagen, wa? Ja, sehr schön. So sieht der Zeltplatz hier abends aus. Wir haben gerade mal ein Toilettenbäuschen. Sehr gediegen. Nicht zu groß. Kann man es aushalten. Insofern sage ich bis morgen. Tschüssi.